Bei den Fragen, um die es hier geht, gilt es Besonderes zu bedenken. Es handelt sich ja doch um das Verborgenste und Zarteste unseres Glaubens, um den inneren Urbeginn, aus welchem alles kommt, was zum christlichen Dasein gehört. Dieser Satz, liebe Schwestern und Brüder, findet sich in einer kleinen Schrift Romano Guardinis. Er hat über lange Jahre nachgedacht und einem Freund über die Mutter des Herrn geschrieben, einen langen Brief, der lange reifen musste. Guardini gibt sich selber und auch seinem Freund darüber Rechenschaft und damit heute auch uns, wie das denn mit Maria ist. Zu seiner Zeit, noch in den 40er, 50er Jahren, gab es eine große marianische Bewegung, die bis in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils hineinreicht und bei den dortigen Diskussionen eine große Rolle spielte. Da war vieles so selbstverständlich, dass Guardini in seinem Brief, in seinem Nachdenken mahnen muss, es wäre gut, wenn man immer mit der Schrift denkt. Also sich so in die Schrift hineindenkt, dass wir die Linien Gottes erkennen können. Als hätte er geahnt, was Jahrzehnte später geschieht. Wenn dann Menschen auftreten, die sagen, was feiern wir da eigentlich am 8. Dezember? Das, was da gefeiert wird, auch was als Dogma verkündet wurde, das steht überhaupt nicht in der Heiligen Schrift. Das ist natürlich, wenn man wie Guardini gestrickt ist und wie wir wirklich alle gestrickt sein sollten, indem wir uns in die Schrift hineindenken, eine furchtbar törichte Aussage. Das ist ja reiner Positivismus. Wer will damit etwas anfangen? Damit können wir und davon können wir nicht leben. Es gilt, das Handeln Gottes zu erkennen, indem man sich immer tiefer in die Schrift hineindenkt. Und das tut Guardini, wenn er Folgendes feststellt über die Zeit, bevor der Engel zu Maria kam. Guardini schreibt, was das Glaubensleben des alttestamentlichen Menschen bestimmte, war das Bewusstsein von Gottes Handeln. Nicht nur von einer anonymen, auf allgemeine Ziele des Weltganges ausgerichteten Geschehnisführung, sondern davon, dass Gott ausdrücklich personal unter seinem Volke gegenwärtig, dass er in ihm für es und durch es tätig sei. Die Frömmigkeit des Alten Testamentes war ihrem Wesen nach die beständige Realisierung dieser Tatsache. Es sollte immerfort auch das Gesetz an Gottes Handeln erinnern, für dieses Handeln bereit machen, den Gläubigen im Vertrauen daran begründen und vor der Hybris schützen, die daraus entstehen könnte. So darf angenommen werden, dass sich dafür eine besondere Wachheit und Fühligkeit entwickelt hat. Wenn das zutrifft, wo hätte diese Wachheit stärker und innerlicher werden können als bei dem Menschen, der in einer so furchterregenden Weise in das Handeln Gottes einbezogen war? Wir merken hier das, was geschieht und was man durchaus mit historischen Quellen belegen kann, dass es eine große Naherwartung, eine Messiaserwartung gibt zur Zeit Mariens. Solche Wellen hat es immer wieder gegeben, aber etwas Drängendes. Es gibt immer wieder dann auch Wissenschaftler, die sagen, das ist irgendwie gar nichts Besonderes. Aber wenn man die Schriftsammlung etwa der Qumran-Essener anschaut, die haben alles abgesammelt, abgegrast. Wir haben ja diese Bibliothek in der Wüstenhöhle dann wieder gefunden. Die haben alles gesammelt, was es gab zum Thema Messias. Wie er kommt, wann er kommt, wo er kommt, wer das sein soll, wer das ist. Alles, was es dazu gab, haben sie irgendwo hergekriegt. Das ist sozusagen der Punkt. Und das belegt im Grunde genommen auch, wenn man so will, hochschwangere Zeit. Es ist eine hochschwangere Heilszeit, die dort besteht. Und Guardini folgert dann weiter, trifft das zu, dann hat sich in Maria die allgemeine Erwartung des Messias mit einem ganz persönlichen Warten verbunden, das sie aber wohl nicht näher hätte bezeichnen können. Darin, dass sie diesen Zustand in der unbeirrbaren Zuversicht trug,
er werde sich heilvoll erfüllen, hätte bereits die Grundform jenes Glaubens gelegen, der dann von Elisabeth als ihre Wesensmitte gepriesen worden ist. Zu wissen, Gott handelt auch an mir, aber wie? Wann? Dies zu ertragen, dies zu auszuhalten in einer fruchtbaren Sehnsucht, das meint Guardini mit der Glaubensmitte, die Elisabeth preist. Selig bist du, die du geglaubt hast. Und Guardini noch einmal, und als in der Stunde der Verkündigung die Erfüllung kam, hätte in ihr trotz aller Erschütterung durch das Ungeheure das Gefühl geantwortet, das war es also. Das finde ich eine schöne Übersetzung des Mir geschehe nach deinem Wort. Das war es also. Zu erkennen, worauf ich gewartet habe. Und dann mündet dieses reine Leben in den Auftrag, der von Gott erdacht ist. In dieses reine Leben, das von Anfang an bewahrt ist, wie wir es heute feiern. Für die alten Väter war es nie besonders schwierig, weil sie Latein konnten und die lateinischen Texte natürlich gebetet haben, eine Verbindung herzustellen zwischen dieser schönen Jesaja-Stelle, das Reis aus dem Baumstumpf Isais, der Trieb aus der Wurzel Jesse, Virga. Von daher ist es nur ein Buchstabe bis zu Virgo, bis zur Jungfrau. Für die Väter war das klar. Dieser Trieb, der sich da in Maria zeigt, das ist endlich Volk Gottes in der Weise, wie Gott es von Anfang an gedacht hat. Erwählung pur. Erwählung so, dass endlich Gott eine Antwort findet in diesem Menschengeschlecht. Nicht über Umwege und Abwege, nicht über die Sünden, Abstürze und Abgründe, von denen wir alle nach wie vor gezeichnet sind. Nicht so bei ihr. Nicht so bei diesem einen Geschöpf, der Virga, Jesse, die Virgo ist. Und damit ganz reines, leuchtendes Haus für Gott. Aber nicht nur eben für Gott, sondern in Gott bereitet, Gott bereitet in Maria der ganzen Menschheit ein Haus, der erlösten Menschheit, weil er in Christus selber dort Raum und Wohnung findet. Ein Raum, eine Wohnung, die ihm angemessen ist. Deshalb feiern wir sie heute. Wir feiern ihren Glauben, wir feiern ihre Unversehrtheit. Und wir feiern nach wie vor ihre Gegenwart für uns, mit der Gott uns immer wieder neu adventlich beschenkt, um unser Leben selber auf die Wege der Unversehrtheit und Reinheit, auf die Wege des Glaubens und des Vertrauens ihm gegenüber zu rufen.